Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Mittwoch in Moskau bereits seine 15. Jahresansprache vor dem Parlament gehalten. Dabei warnte er vor der Stationierung von Nuklearmittelstreckenraketen in Europa. Sollte dies geschehen, werde Russland nicht nur die Länder ins Visier nehmen, in denen solche Waffen aufgestellt würden, sondern auch die USA selbst, sagte Putin. Die USA sollten daher die Risiken genau abwägen, bevor sie irgendwelche Schritte unternehmen. Die USA und die NATO werfen Russland vor, dass die neuen Raketen eine Reichweite von über 500 Kilometern haben und damit nach dem INF-Vertrag verboten sind. Sowohl die USA als auch Russland haben das bilaterale Abkommen inzwischen gekündigt, das damit nach weiteren 6 Monaten ausläuft. Der INF-Vertrag gilt als Grundstein der atomaren Abrüstung in den 80er Jahren. Inzwischen besitzen aber auch andere Länder wie China diesen Waffentyp, ohne an ein Rüstungskontrollabkommen gebunden zu sein.